Hallo Freunde! Ja, ich bin es, euer Achilles, der gerade ein bisschen durch die Wohnung läuft mit seiner neuen Kamera. Die haben einige, naja, nicht viele, aber die, die ganz am Anfang vom Livestream gestern dabei waren, also heute eigentlich, aber das Video wird wahrscheinlich morgen rauskommen, haben die schon gesehen, ne? Die kennen Legria oder wie auch immer man das sagen will. Ich stelle mich mal hier hin, ne? Ja, die habe ich ja heute bekommen, als ich den Livestream gemacht habe. Ich musste ja da kurz unterbrechen. Da noch mit OBS, wo es ja ein bisschen Probleme gab. Ich wollte mich in diesem Sinne. Hallo. Oh, gefällt ihm nicht. Gizmo? Ich wollte mich an dieser Stelle für die tolle Zeit hier im Livestream. Moment. Nochmals bedanken, war sehr cool. Oh. Und möchte eine Ankündigung machen. Ich werde wahrscheinlich jetzt öfters mal, wenn es irgendwie zeitlich drin liegt, Let's Plays im Livestream aufnehmen, ne? Diese Woche vielleicht sogar noch zwei, dreimal morgens, je nachdem. Und ja, mal gucken, wie es dann nach den Ferien aussieht, wenn. Ich liebe diese Katze, Alter. Ja, mal gucken, wie es dann aussieht. Ne? Wir werden es sehen. Wenn ich dann wieder arbeiten muss, ist es dann wieder ein bisschen anders. Ne? Dann ist wieder Organisation angesagt mit Arbeit der Freundin und so weiter und so fort. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal ich habe es schon lange angekündigt, irgendwann mal. Oh, Alter, es ist echt schwer mit dieser Kamera umzugehen. Es ist das erste Mal, bitte entschuldigt mich. Und ja, ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwann in der nächsten Zeit vielleicht oder irgendwann auf jeden Fall mal hier mein Zeug hier genauer zeigen. Ne? Man sieht es da so ein bisschen. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber irgendwann werde ich mal so eine kleine Roomtour machen. Ich hole mal die Katze hoch. Beziehungsweise ich sage ihr, sie soll hochkommen. Ne? Na, Gizmo, guck mal in die Kamera. Ui. Warum mache ich es? Weil ich es kann. Ja, das war's erstmal. Ich danke schon mal für die kleine Aufmerksamkeit. Und nochmals vielen lieben Dank für die paar Leute, die im Livestream waren. War echt geil, hat Spaß gemacht und könnte ich mir definitiv noch mehr vorstellen. Ich muss aber noch mit der Elgato gucken, wie ich das besser machen kann. Ich möchte Funktionen, die ich bei OBS hatte, aber bei, naja, OBS funktioniert irgendwie nicht. Warum auch immer. Ist ein bisschen scheiße. Wir werden es sehen. Das hier ist jetzt quasi eine erste kleine Testaufnahme mit diesem neuen Gerät und weitere werden vielleicht folgen. Bis dann und Tschüssikowski.